die, für die wir arbeiten? Ja, genau so ist es. Okay, finden wir raus, wo dieser Good Time Club ist. Mr. DeWitt. Aber ich gebe zu, im Kampf stehen Sie Ihren Mann. Tut mir leid, was ich bei den Docs gesagt habe. Von wegen Gauner. Ja? Weiß nicht, wodurch ich dich umgestimmt haben sollte. Sie haben mich beschützt. Job ist Job. Brauchen wir Geld? Die Beherrschung liefert ins Land. Mr. DeWitt. Jetzt müssen wir nur noch rein und Mr. Lynn finden. Und nenn mich bitte Booker. In solchen Zeiten brauche ich so einen wie Sie.
Was wollen Sie, Fink? Tja, es droht ein Aufstand, David. Fitzroy hat die Wilden aufgewiegelt. Da hätte einer wie ich schon Verwendung für einen alten Pinkerton-Mann wie Sie. Suchen wir Chen Lin und dann nichts wie weg. Also, ich verlange nur, dass Sie die Sache zu Ende bringen, DeWitt. Wir wollen die anderen Bewerber nicht enttäuschen. Unser erster Kandidat ist ein Veteran aus Peking. Was sagt man doch gleich über alte Soldaten? Also, ich setze auf Sie. Er ist ein alter Hase im Umgang mit Sprengstoff. Der einzige, den ich kenne, der dabei keine Gliedmaßen verloren hat. Noch. Da drüben, Fireman! Er kann dir nicht entgehen! So, Feuer reinigt! Ich habe ihn an der Jobbörse ergattert. Halte mich, Lady Comstock! Geld! Munition, hier! Wir sehen ausgezeichnete Ergebnisse! Ah, Junge, ich muss sagen, Sie gefallen mir! Was?
Mann, Junge! Weiter so! Ich suche noch. Genannt wurde, hatte ich Zweifel, ob sie der Richtige sind für den Job. Aber jetzt kann ich sagen, dass ich mich getäuscht habe. Ich bin nicht interessiert an Ihrem Job, Fink. Also, ich weiß alles über Ihren kleinen Job für Fitzroy. Aber wollen Sie wirklich Ihrem Angebot den Vorzug geben? Manch einer würde töten, um Sicherheitschef bei Fink zu werden. Sie sind eine harte Nuss, Mr. DeWitt. Eine harte Nuss. Aber ich verspreche Ihnen, ich kriege, was ich will. Ein Schloss. Oh, das wird nicht lange dauern. Bitte sehr. Da drüben ist eine Tür. Ich glaube, hier geht's runter. Thank you.
Ich hielt dich für einen Narren, lieber Bruder. Als du mir erzähltest, dass du wundervolle Musik aus Löchern in der Luft hörst, da zweifelte ich an deinem Verstand. Aber du hast mit diesen Dingern...